Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen World of Warcraft und wir befinden uns hier in Feralas. Das letzte Mal haben wir uns mit Riesen, Steinriesen sogar geprügelt. Und die Quest, die uns das aufgetragen hat, die geben wir genau jetzt ab bei Teleron Windsegler. Hallo Alter. Tränen der Steine. Diese Tränen sind aus dem Gestein, aus dem die Riesen selbst entstanden sind. Am Fuße der Berge, in der Nähe der großen Monolithen, sollten lose Tränen sein. Ja, guck doch mal, ich habe hier schon 7 Stück. Die Bergriesen sind für unser Volk wichtige Verbündete. Wir müssen die Verderbnis aufhalten, bevor noch mehr der Kreaturen des Waldes von ihr befallen werden. Das verderbte Land. Die Geister der Beschützer werden wieder zurückkehren. Aoyama, ihr habt sie befreit und nun können sie im Kreislauf der Natur ihre Wege gehen. Wer ist das? Ach, ist ein Allianzler. Schön. Jetzt liegt es an uns, sicherzustellen, dass der Kreislauf frei von Verderbnis und grundlosem Schmerz ist. Den Traum versiegeln. Es ist soweit. Nehmt dies, Aoyama. Ein Fanal der Essenz der Natur, das von Isondres Willen gesegnet wurde. Nördlich von hier, auf der anderen Seite des Baches, befindet sich das Traumgeäst. Dort steht der große Baum, der größte Baum Feralas, ein Schössling des Weltenbaums selbst. In seinem Stamm ist ein Portal, das direkt zum smaragdgrünen Traum führt. Dieses Portal müsst ihr schließen. Das Portal wird bewacht sein. Ihr dürft nicht verzagen. Tschüss. Ja, das ist jetzt endlich dieses Portal und das ist tatsächlich einer der größten Bäume der Welt. Angeblich. Ohne Iros. Oder so heißt dieses Areal. Und der Jademirsee. Ach, wieso kann ich denn nicht diesen Sprung machen? Ach, weil ich auf einer anderen Taste habe. So, voll Zeit gespart jetzt. Ja, ich habe vergessen, dass ich Todstellen doch auf F gelegt habe und den Sprung nicht mehr dort habe. Traurig. So, früher waren die Viecher hier alle Elite. Hat doch damit zu tun, weil hier dieser Weltboss immer war. Isondre teilweise. Wie er gerade auch im Questtext vorkam. Heutzutage kennt man Isondre ja nur noch als Hearthstone-Karte. Und ich glaube, die ist gar nicht mal so schlecht. Zumindest damals, als ich Hearthstone gespielt habe, war die durchaus gut. Aber ich hatte ja nie Legendary-Karten. Ich hatte immer Pech bei den Boostern und Geld ausgeben wollte ich auch nicht. Ich habe dann immer nur die Booster bekommen, die ich halt über Arena und über das Gold von den Daily-Quests irgendwie erhalten habe. Und da hatte ich nicht so wirklich viel Glück. Ich habe irgendwie insgesamt 2 Legendary-Karten oder so insgesamt gehabt. Aber inzwischen ist mir es egal, denn ich spiele gar keinen Hearthstone mehr. Wunderbar. Übrigens, Hearthstone, lustige Sache, der Name... Das wissen ja die ganzen Leute, die WoW auf Deutsch spielen, gar nicht. Aber Hearthstone, der Name ist von einem Item, das jeder World of Warcraft-Spieler hat und durchaus immer benutzt, nämlich der Ruhestein. Der heißt auf Englisch Hearthstone und deswegen heißt das Kartenspiel auch so. Weil man damit sich immer in die Taverne teleportiert, wo die ganzen Zwerge und Gnome zusammen Hearthstone spielen. So, dann ab auf die andere Seite zurück zum Questgeber, wo wir die wunderbare Aufgabe jetzt abgeben können. Das sieht ja alles sehr... komisch aus. Schon sehr antik und eingebrochen. So stelle ich mir das auch in Griechenland vor. Überall in Griechenland sind rechts und links auf der Straße immer solche komischen eingestürzten Ruinen und Säulen. Aber vielleicht ist das nur ein stereotypisches Vorurteil. Aber ist ja nicht negativ. Das ist ja hübsch, so immer solche Ruinen zu sehen. Und so stellt man sich Griechenland halt vor. Zumindest ich. Aus zahlreichen... Also wenn man auf Google Bilder nach Griechenland sucht, wette ich, es kommt mindestens ein Bild von so einer komischen Steinruine oder so. Hallo. Seid gegrüßt. Dank eurem Mut haben wir eines unserer Probleme lösen können. Der smaragdgrüne Albtraum wurde von diesem Land ausgeschlossen. Ich frage mich immer, wenn ich das Wort selber schreibe, Albtraum, ob das mit P oder mit B geschrieben wird. Weil Albtraum mit P klingt eher wie ein Traum von den Alpen, so ein Skiurlaub-Abenteuer. Und dann denke ich mir immer, ist das wirklich richtig? Und dann schreibe ich es meistens mit B und ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist beides richtig. Das Schicksal des Drachen Terrar besorgt mich. Aber es gibt noch viel Arbeit zu verrichten. Ich kann mich mit Terra im Moment nicht befassen. Terra ist einer der anderen Weltbosse hier gewesen und yeah, es gibt was Gutes. Endlich mal ein gutes Item. Schön. Und ich muss bald mal wieder Zeug verkaufen. General Chandris Mondfeder. Wir Druiden haben nicht besonders viel mit den Schildwachen zu tun, aber wir arbeiten bereitwillig zusammen, um unser Land zu verteidigen. Jetzt, da ihr mir geholfen habt, wäre es äußerst nachlässig, wenn ich euch nicht bitten würde, auch ihnen zu helfen. Chandris Mondfeder, General der Schildwachen, hat den Oberbefehl über alle militärischen Vorgänge in ganz Kalimdor, über ganz der ganze Kontinent, Mann. Sie hält sich in der neu errichteten Mondfeder
Federfeste im Süden auf. Sagt ihr, dass ich euch schicke? Ich bin mir sicher, dass sie eure Fähigkeiten benötigt. Ja, toll, dann werden wir direkt zum nächsten Questgeber geleitet. Das ist doch wunderbar. Schön, dass das so aneinander gereiht wird. Und ich würde sagen, es ist ein toller Zeitpunkt, jetzt auf unserer Reise dahin die nächste Frage zu diskutieren. Frage Nummer 9. Kannst du Milch trinken, egal ob warm oder kalt? Was ist das für eine Frage? Wer kann? Ist das jetzt darauf bezogen, ob man laktoseintolerant ist? Das bin ich nicht. Wieso sollte man keine Milch sonst trinken können? Weil die Konsistenz eklig ist oder was? Nee, also ich finde Milch nicht schlimm. Also ich mag ja auch Kakao, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, sehr gerne. Übrigens viel lieber kalt als warm. Problem ist nur, wenn man kalten Kakao trinken will, dann löst sich das Pulver so unfassbar schlecht auf. Ja, das ist doof. Eigentlich müsste man das Pulver in warme Milch tun und dann das nochmal in den Kühlschrank packen oder so, damit es sich wieder abkühlt. Und dann erst trinken. Dann hätte man schön kalten Kakao mit tatsächlichem Kakaogeschmack. Übrigens tatsächlich nur Pulverkakao, wohlgemerkt. Nicht irgendwie so vorher eingemixt, weil die kann man ja knicken. Sondern richtig selbst gemixte Kakaos, die sind gut. Außerdem warme Milch mit Honig ist auch sehr gut, wenn man krank ist, erkältet, Halsschmerzen hat, sowas. Schmeckt auch gut. Und ist gesund, habe ich gehört. Und zu Müsli muss natürlich auch Milch gemacht werden. Ich habe ja mal Gerüchte gehört, dass irgendwelche Leute sogar Müsli mit Wasser essen. Und da dreht sich mein Magen um und ich müsste erbrechen, wenn das meine Aufgabe wäre. Das kann ich nicht. Wahrscheinlich meinen die sowas mit, kannst du Milch trinken? Die Gegenfrage wäre, kannst du Wasser trinken? Und dann meinen die sowas wie bei Müsli, kannst du Müsli mit Wasser essen? Und da sage ich nein, definitiv nein. Wer kann das denn bitte? Das ist abartig. So. Oh, jetzt habe ich mir bestimmt viele Feinde gemacht, denn ich glaube, jeder der zwei Zuschauer hier isst Müsli mit Wasser und nicht mit Milch. Aber gut, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, ihr beiden Leute, die ihr dieses Video seht. Oh, hier ist noch ein Quest von Zorbin von Schiller. Oh, ein Poet. Interessant. Immer noch am Reisen, am Riesenschrumpfen. Hey, ihr da! Ich arbeite immer noch an einer Variante von gnomischen Schrumpfstrahlen, benutze aber die weitaus bessere Goblin-Technologie dafür. Um Uneinnehmlichkeiten wie beispielsweise meinen Tod zu vermeiden, möchte ich euch bitten, es für mich an den Meeresriesen an der Küste zu testen. Ihr solltet nach dem Prozess Schrumpfüberreste an ihnen finden. Bringt mir diese bitte. Ja, schön, dass er so uneigennützig ist. Sehr toller Questtext, muss ich sagen. Kommt mal wieder. Noch mehr Treibstoff fürs Schrumpfen. Wenn ich gegen mein besseres Wissen und mein Gewissen handle und nun doch bleibe, um meinen Ingenieurladen an der vergessenen Küste aufzumachen, muss ich mich dringend um diese nervigen Elementare kümmern. Verdammt sei der unkontrollierte Elementalismus, sage ich. Glücklicherweise stellen die Elementare eine ideale Quelle reiner Kraft für meinen Ultraschrumpfer dar. Insofern gebt ihnen Saures. Wenn ihr dies allerdings tut, bringt mir doch bitte auch ein paar Elementarkerne. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, toll. Und wir müssen jetzt hier die lebensgefährlichen Aufgaben für ihn erledigen, wie es aussieht. Naja, aber erstmal müssen wir uns hier bei der Sergeant Mondfeder, oder wie die hieß, melden, die ganz Kalimdor überwacht. So, erstmal abmounten. Warum habe ich das gemacht? Um mit diesem Mount hier Zeug zu verkaufen. Aber ich glaube, der Typ ist zu laut. Aber hier kann ich auch was verkaufen. Kann ich zu Diensten sein? Der ist hoffentlich leiser. Schön. Ja, das war natürlich auch schlau, dass ich das andere Mal bei dem lauten Typen das alles verkauft habe hier. So, wir verscheuern einfach alles. Alles wird verkauft. Keiner will das sonst haben. Außer diese Stoffstücke, die hebe ich mal auf. Vielleicht kann man die noch sinnvoll im Auktionshaus verscheuern. Auch wenn ich es irgendwie nicht glaube. Weil seitdem es Garnisonen gibt, kann man Berufe wesentlich einfacher skillen und muss nicht teuren Stoff aus dem Auktionshaus kaufen. Aber vielleicht finde ich ja trotzdem einen Abnehmer. So, da oben, in der zweiten Etage, wie es ausschaut, befindet sich tatsächlich die Oberbefehlshaberin über ganz Kalimdor. Nämlich Chandris Mondfeder. Was führt euch hierher? Teleron hat mir bereits von euch berichtet, Aoyama. Ich bin gespannt, ob ihr nun halb so talentiert seid, wie er behauptet. Ich kämpfe einen Krieg an mehreren Fronten und kümmere mich gleichzeitig darum, dass unsere Gebiete richtig verteidigt und unsere jüngsten Schildwachen richtig ausgebildet werden. Wenn ihr ein geschickter Kämpfer seid, habe ich genug Zeit, genug für euch zu tun. Delnadris. Ja, die ist durchaus, was ist denn hier los auf einmal? Eine stark beschäftigte Frau, die Gute. Mit einem tollen Bogen, den hätte ich auch gerne. Oh, die hat sogar dieses Schurken-Set aus Karazhan an. Das ist ja cool, das T4-Set ist das für die Schurken.
Aber du bist ein Bogenträger. Wieso trägst du das Schurkenset? Das ist unlogisch! Naja, die Schlacht um Sardor. Unsere Siedlung auf der Insel Sardor haben wir an die Nagerschuppen der Hasskämme verloren. Von ihren Zahlen überwältigt, mussten wir uns auf das Festland zurückziehen. Während sie sich auf ihrem neuesten Sandstrand vergnügten, haben wir an der Küste neue Mondfederfeste errichtet und ein weitaus größeres Heer zusammengestellt. Jetzt werden wir die Hasskämme zurück ins Meer jagen. Sucht das Urtum des Krieges an der Küste auf. Er wird euch an die Front bringen. Tambre führt dort die Offensive an. Sei vorsichtig. Jo, das machen wir. Stimmt, das hier ist natürlich nur eine neue Mondfederfeste hier, sondern die alte wurde ja zerstört mit dem Kataklysmus. Die alte befand sich nämlich hier auf der Insel. Ja, Ruinen der Mondfederfeste, geil. Und da müssen wir jetzt sogar hin. Das ist natürlich schön. Aber hier ist ein Urtum, der mich da irgendwie hin teleportieren kann oder so. Oder dahin wirft. Schön zusammengefaltet wie ein Papierflieger. Wirft er uns einfach auf die andere Seite dieses Gewässers. Aber wo ist er? Wo ist der Sack? Aber schön, dass wir hier so ein neues, so eine neue Festung hier erbaut haben. Sieht auch hübsch aus. Ich weiß noch, bei der alten, da habe ich immer relativ exzessiv von Level 40 bis 45 so gelevelt. Da gab es nämlich so Wölfe und Nagas. Und da habe ich super hohe Killspeeds erreichen können. Ich weiß gar nicht, wieso das so einfach ging. Die hier müssen wir auch töten für so ein anderes Quest. Ja, schade. Kein tolles Item drin gewesen. Oder ich mache erst die beiden Quests, die dieser komische Goblin von uns wollte. Dann müssen wir noch auf dieser Seite bleiben. Und Alter, wie neblig ist das denn? Man sieht gar nicht bis zur anderen Seite des Gewässers hin. Oder meine Grafikeinstellung ist einfach zu schlecht. Auch das ist eine Möglichkeit. Mein PC ist gar nicht mehr so gut irgendwie. Also verhältnismäßig. Also früher war er noch richtig gut, aber die Anforderungen an Spiele sind natürlich gewachsen in den 2 Jahren, wo ich ihn jetzt hatte. Und im Verhältnis dazu ist er jetzt nicht mehr ganz so geil. Ja, ich habe den am Anfang des Studiums gekauft. Mit meinem letzten Monatsgehalt aus der Ausbildung habe ich mir einen neuen PC gegönnt. Und der war damals richtig over the top und richtig geil. Auch heute tut er noch sein Ding grundsätzlich. Ich kann viele Spiele in guter Qualität zocken. Aber manchmal, das Problem ist einfach der Lüfter. Der wird so laut und das mag ich nicht. Dann spiele ich lieber Spiele auf geringerer Grafik. Einfach, um den Lüfter ein bisschen zu entlasten, weil ich das echt nicht abkann, wenn der da volle Kanne so laut ist, als ob hier gleich ein Hubschrauber neben auf dem Feld landet hier. Das ist ja... Möchte ich nicht. Ich glaube auch manchmal, der hebt hier schon ab, der PC. Das hatte ich auch bei Star Wars immer, als wir mit unserer Gilde nicht WoW gezockt haben, sondern, ja, Star Wars The Old Republic oder wie das hieß. Das war echt ein super Scheißspiel, aber gut. Da war das auch so schlecht programmiert, dieses Spiel, dass das sogar auf richtig schlechten Grafik-Settings bei mir so unfassbar Lüftung gebraucht hat. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber diese eine Sache hat mir schon alleine so viel Spaß an dem Spiel genommen. Unglaublich. Und das war nicht die einzige Sache. Das Spiel war ja so verbuggt am Anfang. Also, okay, aber das hat jetzt hier nichts zu suchen, glaube ich. Solchen Hass, den ich hier schere. Vielleicht haben die das inzwischen ja auch voll verbessert und ist jetzt inzwischen das beste Spiel aller Zeiten. Das kann natürlich sein. Ich habe seitdem jedenfalls nicht mehr reingeguckt und ich werde es auch nicht, weil es am Anfang mich echt nicht begeistert hat, wie es war. Und das ist halt der erste Eindruck zählt, Leute. Der erste Eindruck zählt. Wenn ihr ein Spiel entwickelt, und ich glaube, das werdet ihr tun in eurem Leben, dann achtet darauf, dass die Release-Version spielbar ist. Und dass da nicht so unfassbar viele Bugs sind und dass die Hardware gut genutzt wird vom PC und nicht irgendwie das immer mit 250 FPS oder Max FPS gespielt wird, sondern dass man die auch drosseln kann. Ich glaube, das ging damals nämlich auch nicht bei Star Wars, was auch super kacke war. Naja, so. Wir schrumpfen hier Riesen. Schöne Sache. Und da müssen wir von denen irgendwie hier Teilchen sammeln für diesen Goblin-Ingenieur. Ja, es gibt zwei große Ingenieurzweige in der World von Warcraft, nämlich die Gnome-Ingenieure und die Goblin-Ingenieure. Und die können dann unterschiedliche Sachen zusammenbauen. Ich glaube, die Goblins haben zum Beispiel so einen Teleporter und die Gnome haben mehr so Gimmicks, so einen Weltenvergrößerer oder so Zeug. Ja, Weltenvergrößerer in dem Sinn, dass der Anwender geschrumpft wird. Ah, ich glaube, sowas benutzt heutzutage auch niemand mehr. Die Zeit für Fun-Items ist vorbei in World of Warcraft, obwohl die Spielzeugkiste gerade erst eingeführt wurde. Vielleicht gibt es denn da sogar den Weltenvergrößerer. Spielzeugkiste. Weltenvergrößerer. Da war er. Weltvergrößerer. Ah, benötigt Gnome-Ingenieur. Vergrößert die gesamte Welt 5 Minuten lang oder bis ihr angreift. Nur die Technologie der Gnome konnte ein Gerät erfinden, das die ganze Welt revolutionieren würde. Ja. So viel zu dem Thema.
So, ich würde sagen, wir schnetzeln noch dieses Wasserelementar hier durch die Gegend. Und dann wird es schon wieder Zeit, diesen Part ausklingen zu lassen. Die Zeit vergeht wie im Fluge, kann ich euch sagen. Wenn man hier die ganze Zeit plaudert. So, Wasserelementarkern schon zur Hälfte abgeschlossen. Das nächste Mal kämpfen wir hier noch gegen die weiteren Riesen und Elementare. Und dann werden wir uns wahrscheinlich auch auf der Insel Sador ein bisschen umgucken. Die dort irgendwie erscheinen müsste. Und ja, mal gucken, was wir da so gegen die Nagerplage unternehmen. Schaltet doch dann wieder ein, denn es wird episch. Bis dann, Leute, und ciao.